Unsere heutige Welt ist schnelllebig und chaotisch, geprägt von Fortschritt, Technologie und Kommunikation. Uns beschäftigen Probleme, die alltäglichen und die internationalen. Unsere Welt verändert sich heute jeden Tag immer schneller. Wir forschen mehr, wir kommunizieren mehr. Es gibt heute mehr Menschen auf der Welt als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Du kennst diese Welt, aber stell dir für einen Augenblick vor, du verlässt diesen Planeten. Stell dir vor, du fällst heute ins Koma und öffnest erst in 10 Jahren das nächste Mal die Augen. Wie sieht die Welt aus? Was hat sich geändert? Wie ist das Jahr 2026? Wie stark hat sich der Alltag deiner Freunde und deiner Familie geändert? Wie sehen die Städte aus? Welche Wendungen hat es in der Politik gegeben? Welche Probleme haben wir vielleicht gelöst? Und welche Probleme sind in 10 Jahren aktuell? Welchen Fortschritt hat die Technologie gemacht? Die Frage, die dahinter steht, ist: Siehst du die jetzige Welt positiv oder negativ? Wachsen uns Probleme wie Erderwärmung, Energieverbrauch, Flüchtlingskrise oder Überbevölkerung langsam aber sicher über den Kopf? Oder steuern wir getrieben durch technischen Fortschritt auf ein goldenes Zeitalter zu? Oder wird sich im Vergleich zu heute nicht allzu viel verändert haben? Wir werden ein paar Probleme gelöst haben und dafür sind wieder ein paar neue aufgetaucht. Der Alltag trottet so vor sich hin, wie er es immer getan hat, nur dass das Smartphone eben etwas smarter wird und sich unser Auto inzwischen mit dem Toaster unterhalten kann. Als ich euch auf Facebook und Twitter gefragt habe, wie ihr die Zukunft seht, habe ich ausschließlich negative Zukunftsprognosen gelesen. Und das bereitet mir ehrlich gesagt Sorgen. Vielleicht noch mehr als unsere temporären Probleme. Denn unsere Einstellung dem Leben gegenüber bestimmt auch unser Handeln. Was wird aus einer politikverdrossenen Gesellschaft, die Angst vor der Zukunft hat? Die Zukunft ist heute undurchsichtiger als jemals zuvor. Es ist schwierig, sich etwas vorzustellen, das unseren Alltag so sehr verändern wird wie das Internet. Aber das nächste große Ding ist bis jetzt immer gekommen. Eine Stromversorgung für jeden Haushalt, ein Auto zum privaten Transport, ein Telefon für die private Kommunikation. Vielleicht ist es künstliche Intelligenz. Vielleicht ist es Virtual Reality. Vielleicht ist es etwas, das noch nie jemand erdacht hat. Niemand kann 10 Jahre in die Zukunft sehen. Aber genau deswegen ist es meiner Meinung nach umso wichtiger, einen positiven Ausblick zu haben. Einmal zu träumen. Unsere Vorstellung der Zukunft beeinflusst auch, wie diese Zukunft wirklich aussehen wird. Wir träumen vom Mars, wir fliegen zum Mars. Wir träumen von einer virtuellen Realität, wir bauen uns eine. Also träumt. Wie sieht die Zukunft aus?